Es ist eine Sache, jemandem zu sagen, dass er wunderschön ist. Aber es ist eine andere Sache, dass er sich auch so fühlt. Verschwende niemals deine Gefühle für Leute, die dich nicht wertschätzen. Das ist alles, was ich dir sagen will. Wie oft sind wir wütend wegen Menschen? Wie oft sind wir traurig wegen Menschen? Wie oft sind wir verletzt wegen Menschen, die das gar nicht kümmert? Was bezweckst du damit? Was bezweckst du damit? Deine wertvolle Energie, deine wertvollen Gefühle für Menschen zu verschwenden, die dich nicht wertschätzen. Willst du diese Menschen verändern? Dann wirst du ganz schnell merken, dass du es nicht schaffst. Denn im Leben kannst du nur eine Person verändern. Dich selbst. Du wirst diese Menschen, die dich nicht wertschätzen, niemals bekehren. Verschwende deine Gefühle nicht. Habe Selbstachtung. Schau in den Spiegel und sage, diese Menschen sind es nicht wert, wenn sie mich nicht wertschätzen. Aber ich bin es mir wert. Ich bin es mir wert, bei mir zu sein. Und nicht meine Gefühle zu verschwenden für Menschen, die mich gar nicht wertschätzen. Denn all die Zeit, all die Liebe und Energie, die du vergeblich in diese Menschen investierst, solltest du in dich investieren, in dein Leben investieren. Denn vergiss niemals, eine Beziehung ist gut, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Eine Beziehung ist gut, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Und die wichtigste Beziehung, die du führst, ist ohnehin die Beziehung zu dir selbst. Und wenn Menschen dich nicht wertschätzen, dann lass sie gehen. Denn nicht jeder Mensch, den du verlierst, ist auch ein Verlust. Aber es gibt kein zufälliges Treffen. Denn jeder Mensch, den du triffst, ist entweder ein Test, eine Lektion oder ein Geschenk für dich. Was sind deine Gedanken zu diesem Thema? Schreib sie mir einfach in die Kommentare. Ich bin mega gespannt. Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Thema und das Video gefallen haben, und abonniere auf jeden Fall meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Schön, dass es dich gibt. Dein Björn.